Guten Morgen. Wir sind schnell rausgesprungen. Es ist 10 Uhr. Wir haben die ganze Zeit gewartet, bis der Regen ein bisschen nachlässt. Hat er aber nicht. Nachdem wir geschaut haben, dass er bis 13 Uhr auch so durchregnen sollte, haben wir entschieden, ganz schnell mal aus dem Zelt rauszukommen und jetzt schnell die Sachen zusammenzupacken. Lustige Geschichte. Um 5 Uhr morgens bin ich wach geworden wegen einem lauten Knall. 5.30 Uhr war das. So bam. Ich so, hä? Habe ich dann so meine Augen aufgemacht, Gesundheit, Augen aufgemacht, dachte mir, was war das denn? Auf einmal wieder, bam! Und da ich aber noch im Schlaf war, also im Halbschlaf, dachte ich vielleicht irgendwo Donner ganz weit weg von uns. Und dann kam noch einmal so ein lauter Knall, also das dritte Mal. Und dann dachte ich mir, warte mal, das hört sich doch an wie so ein Panzerschuss, ne? Und dann knallte es nochmal. Und dann war es mir klar, das war ein Panzer. Also habe ich die Karte aufgemacht, ein bisschen weggezoomt und habe gesehen, dass um uns herum ist eine Panzerübungsplatz, ist ein Panzerübungsplatz. Und dort ballern die. Ich habe gestern schon Schüsse gehört, dachte mir aber jetzt nichts bei. Wir sind in Polen, vielleicht schießen die ein bisschen irgendwie auf Tauben oder jagen irgendwo. Aber heute haben die da richtig randaliert. Also ein Schuss nach dem anderen, dann zwischendurch hast du so ein MG-Feuer gehört. Gut, ich muss die Sachen zusammenpacken, weil es regnet auch schon ein bisschen leicht ins Auto hier rein. Wir sehen uns gleich wieder. Frühstück im Auto, in so einer Waschbox drinne. Einfach nur, weil wir ja kein Frühstück bekommen haben, weil es die ganze Zeit geregnet hat. Jetzt hat es gerade aufgehört. Kaffee. Und ja, jetzt planen wir gerade, wo es das nächstes hingeht. Der Weg nach oben, den musste ich mit Allrad hochfahren, weil durch den Regen die ganze Nacht hat sich der Boden halt, also ist schleimig geworden, war nur Schlamm überall, aber es hat gut funktioniert, wir kamen gut raus. Wir sind an unserem neuen Spot angekommen, doch wir sind noch nicht ganz zufrieden. Es ist schon okay, es ist cool. Wir wollen gerne nach vorne laufen und schauen, ob es da doch nicht cooler ist. Aber so wie ich sehe, ist da ein Zaun. Ich schaue uns einfach mal an. Vielleicht ist es ein alter Lost Place und wir übernachten auf dem Lost Place. Nein. Ich habe auf der Karte geguckt, ist kein Lost Place hier. Oh, ich sehe da Menschen. Boah, habe ich mich gerade erschrocken. Auf dem Schild steht Teren Privatne. Weiß nicht, was bedeutet, aber Privatne ist auf Russisch auch Privatne. Bedeutet privat. Gehört mir, nicht dir, niemanden, sondern mir. Also gehen wir da nicht rauf. Wir sind ja in Polen. Schließlich ticken die Uhren hier anders. Ne? Hier gibt es keine Anzeige, wenn du auf dem Privatgrundstück raufläufst. Hier gibt es gleich ein paar sanftige Schellen oder Ohrfeigen. Je nachdem, was du haben möchtest. Gibt es gratis, oben drauf, habe ich gehört. Schaut euch mal, wie riesig die Schnecken hier sind. Das hier ist meine Faust. Und das ist die Schnecke. Also werden wir heute ganz schön viele Mücken haben, vermutlich. Denn hier ist alles voll. Nichtsdestotrotz müssen wir erstmal wieder unser Zelt aufbauen und trocknen lassen. Nicht nur Zelt, sondern auch noch ein paar andere Sachen, damit alles schön trocken ist. Und wir eine trockene Nacht haben. Im schlimmsten Fall reisen wir heute noch ab, fahren noch woanders hin, wenn uns das doch nicht gefällt und zu viele Mücken muss. Aber ja, es ist Mückenzeit, die Mücken sind überall. Wir können uns nicht von denen fliehen. Das ist deren Gebiet und wir sind hier als Gast, also müssen wir die akzeptieren. War die Motivationsrede gehalten? Das wäre der Platz. Wir hätten hier eine coole Badestelle. Es sind zu viele Mücken hier. Wir überlegen gerade, ob wir nicht gleich direkt abreisen und woanders hinfahren. Aber hier ist geil. Ich habe richtig Lust, hier mal ins Wasser reinzuspringen. Das Wasser sieht auch sauber aus. Schöner sandiger Unterboden. Also hier ist schon optimal cool, aber ja. Es war uns dann doch zu viele Mücken da. Also haben wir die Sachen gepackt und sind dann zum nächsten Spot gefahren. Wir haben unseren nächsten Spot erreicht. Fahrzeug haben wir jetzt hier so hingestellt zwischen einem Volleyballplatz und einem Strand. Da hinten sieht man, dass da schon ein paar Camper stehen, aber auch mit Zelt. Vermutlich sind die schon länger hier unterwegs oder sind so eine Dauercamper. Was toll ist, wir haben hier ganz viele Mülleimer. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Dixie da hinten. Aber auch so einen Strandzugang. Und
Schade, dass heute nicht so super warm ist. Es gab mal so wie 18 Grad, aber sehr windig. Ja, wir lassen erstmal die Sachen trocknen. Das auf jeden Fall. Hier gibt es auch keine Mücken. Das ist schon mal ganz geil. Und dann schauen wir mal erstmal, was wir machen. Achso, und Hunger. Hunger habe ich auch schon. Na, bist du schon wieder fleißig? Lass mich raten. Du machst es nur, weil du schon wieder Hunger hast, wa? Wir haben den Tarp aufgehangen zum Trocknen. Wir haben den Überzug sozusagen über das Dach, Dachzelt aufgehangen, weil es klitschnass war. Ein bisschen das Fahrzeug aufräumen. Wir haben ja alles heute so reingeschmissen. Ein bisschen Ordnung muss ja auch in dem Fahrzeug sein. Ist ja das Wohnzimmer, anders gesagt. Na doch, doch das Wohnzimmer. Man verbringt ja die meiste Zeit ja beim Fahren da drinnen, wie in der Wohnung, im Wohnzimmer. Und soll ja auch sauber sein. Richten wir uns einen leichten Camp auf. Direkt hinter uns. Mal gucken, ob ihr das seht. Da ist schon irgendein Garten von irgendjemandem. Ich denke mal, aber die sagen nichts. Achso, was ich euch zeigen wollte. Deswegen bin ich ja dahin gelaufen. Wie nass das einfach ist. Ich glaube, ich kriege es gar nicht so rüber. Also die Farbe ist einfach richtig dunkel geworden. Normalerweise hat es so eine helle Sandfarbe. Wir haben es ja, ich habe es abgenommen und habe das in einen gelben Sack reingetan. Und da stand im gelben Sack einfach so viel Wasser drin. Ja, es war klitschnass. Aber das Geile ist, das Teil ist klitschnass und dieser Zelt ist einfach komplett trocken. Das andere Teil schützt sowas von gut. Wir standen einmal auch über 10 Stunden mal im Regen, aber im richtigen Regen. Und das ging ja noch. Und das ist auch komplett trocken geblieben. Ich habe es trotzdem halt zum Entlüften aufgemacht. Ich werde jetzt noch die Fenster einmal komplett aufmachen, das komplett da zirkuliert. Aber komplett mal ausgelüftet ist. Da sitzen wir auch wieder im Auto. Aber yay. Chips haben wir. Das ist das Wichtigste. Warum sitzen wir im Auto? Kann man sehen? Kann man sehen? Es regnet wieder. Das Dach hat angefangen gerade zu trocknen. Ja, war schon leicht trocken. Und dann, ja, dann hat es angefangen zu regnen. Eigentlich sollte ja laut Regenradar das an uns vorbeiziehen. Hat es aber nicht. Und hat es uns erwischt. Wir haben nicht mal geschafft, Tarp aufzubauen. Egal, bleiben wir jetzt im Auto. Naschen ein bisschen Chips, gucken ein bisschen YouTube. Ich denke mal, das wird so 10, 15 Minuten dauern. Es hat aufgehört zu regnen. Da habe ich schnell die Zeit genutzt. Hab Hängebett aufgebaut. Und jetzt wird hier ein bisschen gechillt. Es ist auf jeden Fall in Polen ganz, ganz viel verschiedene Tierarten unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele überhaupt schon in Deutschland gesehen habe. Ob das irgendwelche Frösche, mal grün, mal dunkelgrün, mal neongrün. Ja, also verschiedensten Vögel, die hier rumfliegen. Ich meine, bei uns in Berlin, wir haben auch ganz viele Vögel, aber meistens ja, sind sie abends mal an irgendwelchen Bahnhöfen unterwegs. Aber hier ist wirklich, also vorhin saßen wir hier vorne und haben gegessen. Und dann gucke ich, dann rannte hier auf dem Platz einfach ein kleiner Bambi. Es war so richtig klein, so groß wie eine Katze, noch mit Flecken und springt da rum. Hat ein bisschen, weiß nicht, seine 5 Minuten bekommen oder so. Aber ganz alleine, war kein weiteres Tier hier. Oder Wildgänse, die da einfach spazieren gehen mit ihren Küken. Haben wir eigentlich auch bei uns, aber das ist hier so viel, das ist wirklich unnormal. Der ganze Wald lebt. Das ist, wenn wir bei uns im Wald spazieren gehen, das ist so ruhig. Aber hier ist ja immer was los. Also ihr hört selbst jetzt. Manchmal komme ich mir vor, als wäre ich in einem Dschungel. Das Wasser ist auch nicht still. Da springt überall irgendwas. Gebüsche wackeln. Also das ist schön, die Natur genießen. Jetzt wäre ich langsam müde. Übrigens hat unser Dach jetzt das zweite Mal schon getrocknet. Ich bin jetzt schon mal in ein Dachzelt reingeklettert. Ich muss mich nur noch schnell oben rum ausziehen und dann bin ich fertig für heute. Ich würde sagen, wir liegen ein bisschen jetzt noch. Genießen den Sonnenuntergang, denn der ist einfach brutalst heute und dann gehen wir auch schlafen. Irgendwie bin ich doch ganz schön müde. Übrigens habe ich jetzt schon wieder einen Schuss gehört, aber wir haben hier rechts von uns riesengroßen Waldgebiet. Ich vermute, das war ein Jäger, das war ein einzelner Schuss und es war jetzt halt nicht so ein Schuss wie von einem Panzer oder von einem MG. Ich weiß gerade gar nicht, wie heißt denn die polnische Waffe also die MG-Art. Oder haben sie MG? Ich weiß gerade nicht. Naja, egal, ich bin fertig. Gute Nacht. I feel like I'm losing my mind.